Hallo, lieber Vidar, das ist die allgemeine Prognose für August 2020. Bis 8. August haben wir Merkur, Opposition Pluto, Saturn und Jupiter. Meinungsunterschiede mit einem Amt, Vorgesetzter oder Autoritätsperson können leichter als sonst entstehen. Bei dir zu Hause gibt es viel zu klären und zu erledigen. Die Themen Wohnung und Familie sind mit viel Spannung verbunden. Zwischen 1. und 4. haben wir einen Quadrat zwischen Mars, dein Herrscher und Jupiter. Im August 2020 dürftest du beim Erreichen eines Ziels Schwierigkeiten haben. Die Zeitqualität ist gut für die Beendigung von bereits begonnenen Plänen und Projekten, aber es ist schlecht, wenn man sich etwas Neues vorantreiben will. Bei allen Lebenssituationen ist es wichtig, sich mäßig zu verhalten, insbesondere wenn man kleine Anzeichen bekommt, dass eine Sache nicht funktionieren kann. Am 3. haben wir einen Vollmond in Wassermann. Eine Person will Abstand von einer anderen nehmen. Es dürfte nichts bringen, jemanden hinterher zu laufen, ein Freund, Freundin oder ältere Geschwisterteil dürfte bald eine große Lebensänderung durchlaufen. Zwischen 10. und 13. haben wir Mars Quadrat Pluto. Es gibt viel Spannung in der Luft. Versuche keinen Druck auf andere auszuüben, auch wenn du Gründe dafür hättest. Viele Widder werden Kopfschmerzen erleiden. Am 14. haben wir unseren Mond in Zwillinge. Er bildet einen Sextil zu Mars in deinem Zeichen. Wahrscheinlich musst du dich mit vielen Informationen gleichzeitig befassen. Es wäre gut, eine Sache nach einer anderen zu erledigen. Am 15. haben wir Uranus rückläufig in Stier. Das heißt, bis Anfang 2021 könntest du Instabilität im Bereich des Geldes erfahren. Wenn dies nicht vorkommt, dann heißt es, du bist dabei, dir eine neue Verdienstquelle zu schaffen. Zwischen 6. und 18. des Monats haben wir Venus Sextil Uranus. Eine Frau oder gegebenenfalls jemand aus der Familie könnte dir dabei helfen, neue Wege zu gehen. Ein persönlicher Wunsch könnte dir an diesen Tagen gelingen. Am 19. haben wir den Neumond in Löwe. Im Bereich der eigenen Projekte und der eigenständigen Entfaltung gibt es bis Anfang September viele Neuigkeiten. Das Thema Schwangerschaft steht bei den meisten Widdern unter guten Sternen. Zwischen 20. und 24. haben wir Mars Quadrat Saturn. Dieser Aspekt ist ein zweischneidiges Schwert, man könnte entweder viel Erfolg haben oder komplett scheitern. Wichtig ist es, dass man geduldig und gelassen bleibt, falls die Dinge nicht so funktionieren, wie man es möchte. Zwischen 25. und 29. haben wir einen Trigon zwischen Merkur und Jupiter. Du wirst viel zu tun haben, was viel Stress verursachen kann. Am besten solltest du dir so wenig wie möglich am Monatsende vornehmen. Und dann zum Schluss, zwischen 30. und 31. haben wir eine Venus-Pluto-Opposition. In der Zeit sollte man besonders vorsichtig mit dem Thema Auto und Autofahren sein. Jemand in deiner Nähe könnte sich komplett zurückziehen oder etwas verheimlichen. Lieber wieder. Also mit diesen Aussagen bin ich fertig mit der allgemeinen Prognose. Ich wünsche dir im August 2020 viel Liebe und Erfolg. Und falls du eine genauere Prognose brauchst, findest du meine Kontaktdaten unten bei der Beschreibung dieses Videos. An dieser Stelle bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Video.